Moin, hier ist Miro von Olight. Ich habe mich nochmal im Herbst rausgemacht für euch und ich habe ein herbstliches Angebot für euch. Es gibt nämlich diese wunderschöne neue Taschenlampe hier und die werden wir am 31.10. im Sale veröffentlichen. Es handelt sich um die M2R Pro, der lang ersehnte Nachfolger der beliebten M2R Warrior. Das ist eine taktische Taschenlampe, die wir jetzt nochmal vielfach verbessert haben. Unter anderem mit deutlich schönerer Oberfläche hier, sehr viel griffiger und die Limited Camo Edition hier macht wirklich sehr viel her. Da haben wir auch noch einiges im Detail verbessert. Der Backswitch hier, der ist jetzt viel besser ertastbar, auch mit Handschuhen und lässt sich immer noch magnetisch aufladen und ist Tailstand-fähig. Wir haben im Sideswitch nicht viel gemacht, aber immer noch die bewährte Ladestandsanzeige. Grün heißt relativ voll aufgeladen und dann gibt es noch drei weitere Aktivitätsanzeigen. Und es gibt die Version natürlich auch in Schwarz. Von der Limited Edition haben wir nur 600 Stück hier in Deutschland verfügbar. Und die Taschenlampe wurde im Vergleich zur M2R Warrior wirklich deutlich verbessert. 1800 Lumen statt 1500, 300 Meter Reichweite statt 208 Meter und ein 5000 mAh 21700er Akku statt einem 3500 Ampere-Stunden 18650er Akku. Also große Verbesserungen, die wir hier vorgenommen haben an einer Taschenlampe, die sowieso schon ziemlich gut war. Und wie stark das einen Unterschied macht, das zeige ich euch jetzt mal im praktischen Vergleich. Wow. Ja, das war jetzt der Turbo-Modus der M2R Pro, der sehr, sehr viel hermacht. Ich zeige euch jetzt aber noch einmal die verschiedenen Modi der M2R Pro Warrior. Wie ihr seht, da hat man einiges an Möglichkeiten und an Modi. Ich zeige euch noch mal ganz kurz die Bedienung. Die ist an sich recht einfach. Wir haben hier einmal den Tail Switch. Halb durchdrücken ist man in der unteren Lichtstufe. Voll durchdrücken geht es in den High-Modus. Und möchte man in den taktischen Modus wechseln, dann einmal voll durchdrücken und den Side-Switch, den Seitenschalter, betätigen. Dann geht es direkt in den Strobe. Jetzt ist es so, halb durchdrücken, High-Modus, voll durchdrücken, Strobe. Normalerweise, ich schalte es mal wieder aus, normalerweise kommt man in den Strobe, indem man dreimal den Seitenschalter drückt, in den Turbo-Modus übrigens, indem man den doppelt drückt. Sehr warm auch hier draußen, schöner Handwärmer, und zwar für die beleuchtete Hand. Und durch die Modi schalten tut man wie folgt: einmal drücken, dann sind wir im Memory-Mode. Gedrückt halten, dann landen wir in dem Moonlight-Modus.
dann immer kurz drücken und dann geht man in den nächsthöheren Modus. So, da war die Speicherkarte voll. Ich benutze schnell das Handy, um das Video zu Ende zu machen. Also entschuldigt bitte die wackelige Sequenz. Die Bedienung ist also ganz einfach. Immer gedrückt halten, um in den nächsthöheren Modus zu schalten, bis man wieder unten im Low-Modus ankommt. Ja. Also ganz tolle Taschenlampe, wie ich finde. Ich halte das Video diesmal mal kurz und knackig und bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Der Verpackungsinhalt ist wie folgt. Ein Holster ist dabei, ein Lanyard wie immer und es gibt auch ein neues Ladekabel, das sich intelligent der geforderten Leistung des Ladevorgangs anpasst. Und es ist, das ist die schönste Nachricht, vollkommen abwärtskompatibel mit den anderen Taschenlampen, die magnetische Endkappen zum Aufladen haben. Also eine super Sache. Die Taschenlampe ist übrigens auch mit dem Fernschalter kompatibel von der Warrior X. Also wer das möchte, kann sie auch damit verwenden. Und nicht vergessen, im Sale gibt es auch ein paar Goodies gratis. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung runter, da sind die Links und dann könnt ihr euch die Sachen bei uns auf der Homepage anschauen. Nur am 31.10. läuft der Sale, also wer gerne bis zu 40% Rabatt haben möchte, sollte sich vielleicht einen Wecker stellen um 0 Uhr nachts, damit die Camo Edition auch direkt im Warenkorb landen kann. Aber ansonsten keine Angst, 600 Stück sollten eigentlich ausreichen, dass die meisten Interessenten eine Taschenlampe bekommen. Euch wünsche ich eine richtig schöne Woche und allzeit gutes Licht.